On the Nature of Change in Urban Space, das umreißt auf Englisch, eigentlich noch viel schöner als auf Deutsch, das langjährige Forschungsinteresse von Dorothee Brandt. Du bist Stadt- und Umwelthistorikerin. Nature ist hier also kein Zufall oder nur ein übertragener Sinn, sondern die Natur des Wandels im urbanen Raum beschäftigt dich auch im wörtlichen Sinne. Wir sprechen über Hommage à Bernin, Hein Gorny, Adolf C. Beyers, Friedrich Seidensticker, Fotografien 1945 bis 1946. 2011 im Berliner Verlag Collection Regard erschienen. Collection Regard ist eine Galerie, Sammlung und Salon von Marc Barbet. Das steht hier alles auf diesem sehr eleganten Buchrücken, eingestanzt zum Teil. Was interessiert dich an diesem eleganten Buch? Ich finde das Buch ganz, ganz toll, weil es halt eine Zeit in Berlin zeigt, die sicherlich nicht vergessen, aber die man heutzutage gar nicht mehr richtig erkennen kann. Ich selber mache auch ein Forschungsprojekt gerade zur Rolle der Natur im Übergang von Krieg zum Frieden, das sich mit der Zeit von 1943 bis 2000 beschäftigt. Und da ist gerade die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ganz bedeutsam. Und man sieht hier halt in einigen Bildern, wie das ja hier auch schon angedeutet ist, diese Wechselbeziehung zwischen gebauter Umwelt, natürlicher Umwelt, Parks, gepflanzter Umwelt und halt auch dem Grad der Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben hier einmal einen Blick, der sich aus dieser Achse von West nach Ost ergibt. Da sind wir sozusagen jetzt gerade am Brandenburger Tor gelandet. Es geht noch weiter bis zum Lustgarten Alexanderplatz. Dann kommt erstmal das Inhaltsverzeichnis. Kannst du ein bisschen genauer erklären, wie sich hier in so solchen Bildern dein Thema sozusagen spiegelt? Da ist das ja vielleicht schon ein sehr schönes Beispiel, eine Luftaufnahme von Hein Gorny und R.C. Beyers, die das wirklich aus einem amerikanischen Militärflugzeug aufgenommen haben. Man sieht hier die Siegessäule und kann eigentlich hier sehr schön ablesen, auch aus einem Foto ein gewisses Palimpsest der Stadt. Weil wir sehen hier zum einen die Charlottenburger Chaussee, also die wirklich auch den Ostteil und Westteil der Stadt, also vom Stadtschloss bis zum Schloss Charlottenburg miteinander verbunden hat, aber auch dann in der NS-Zeit, wo das ja Teil der Ost-West-Achse wurde. Und man auch sehen kann, also zum einen wurde auch die Siegessäule während der Nazizeit umgesetzt, die ja eigentlich vor der Krolloper in der Nähe des Reichstages gestanden hat, wurde hier noch auf den Sockel und das wurde hier wirklich halt als ganz wichtiger Teil der Achse gebaut. Viel wurde ja von dem sogenannten Germania nicht gebaut, aber man kann hier halt auch sehen von Albert Speer diese Wachhäuschen, die ja bis heute auch da noch sichtbar sind. Wenn man heute auch da lang geht, sieht man noch die Laternen. Und heutzutage ist das ja die Straße des 17. Juni, die da lang führt. Aber man kann in diesem Foto halt auch sehr schön sehen, auch wieder zum einen den Grad der Zerstörung des Tiergartens zum einen, der ja Teil des Endkampfes um Berlin gewesen ist im April 1945. Auch die Zerstörung durch den Luftkrieg, angedeutet hier durch den Häusern. Und wenn man Berlin heutzutage kennt, wird man auch sehen, dass dieses ganze Viertel hier verschwunden ist. Wir können ja mal kurz zu der Karte gehen, wo man das, glaube ich, ganz gut sieht. Genau. Das ist einmal eine Karte von 1940, ein Schwarzplan. Kannst du mal kurz zeigen, wo wir uns mit der Siegessäule befinden? Also die Siegessäule, genau. Das ist jetzt dieses Bild hier. Und da sieht man halt auch dieses ganze Areal, was halt zur damaligen Zeit noch ein Villenviertel gewesen ist und im Krieg, während des Luftkrieges halt sehr schwer zerstört wurde, was aber auch alles im Zuge der Bebauung durch die Nazis halt auch alles abgerissen worden wäre. Hier war ein ganz wichtiges jüdisches Wohnviertel auch und viele der Wohnungen wurden schon enteignet in den 30er Jahren und das wurde dann halt stark durch den Bombenkrieg zerstört und wie man hier sieht, ist das dann alles das ist von 53, verschwunden. Genau. Und später kommt dann hier, was wir heute als Hansaviertel kennen teilweise, ne? Kommt das dann hier wieder reingebaut. Das ist ja auch ein Blick von oben auf die Stadt. Mit den Luftaufnahmen, bei denen wir eben waren, sind wir auch bei einer Ästhetik, einem Blick von oben, der ganz eng an militärische Praxis eigentlich gebunden ist oder Technologieentwicklung. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie diese Verbindung von
Luftaufnahmen im Militär und Stadtplanung eigentlich zustande kommt. Ja, weil das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte, denn die Luftbildaufnahme kommt aus dem Militär, hauptsächlich auch aus dem Ersten Weltkrieg heraus, wo man das halt in den Schützengräben der Westfront, auch an der Ostfront, schon praktiziert hat, um halt Frontverläufe zu zeigen, was damals auch dazu geführt hat, dass die Soldaten sich immer mehr in den Untergrund eingegraben haben, um halt nicht mehr so sichtbar zu sein. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das dann halt auch viel in die Stadtplanung übernommen, diese wirkliche Vogelperspektive, um großflächige Areale erkennen zu können und was dann auch zu einer meines Erachtens neuen Art der Stadtplanung geführt hat, die halt wirklich das Meer fast wie ein Baukasten betrachtet hat. Und während des Zweiten Weltkriegs hat man dann halt wieder das in die militärische Nutzung überführt und auch mit dem Wandel des Krieges, der totalen Kriegsführung hin halt auch zu einer zunehmend zivilen Kriegsführung. Und hier hat das Flugzeug auch ermöglicht, halt Kriege gegen Städte zu führen, die natürlich dadurch, dass sie wesentlich verdichteter sind, auch viel mehr Angriffsfläche geliefert haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, das sind oftmals die gleichen Flugzeuge, die dann diese Luftaufnahmen machen, um zum einen die Zerstörung zu registrieren, aber auch schon gewisse Grundlagen zu liefern, wie man dann vielleicht Städte auch wieder aufbauen könnte. Und in diesem Kontext der Zerstörung und des Wandels ist Berlin ja zum einen spezifisch. Hier sind bestimmte Gebäude wie das Reichstagsgebäude abgelichtet. Andererseits ist Berlin aber auch ähnlich anderen Nachkriegsschauplätzen. Wie gehst du mit dieser Spezifik und der Verbindung, dem Ähnlichen eigentlich um als Historikerin? Da ist das ja eigentlich ein sehr schönes Beispiel hier, weil wir sehen zum einen den Reichstag, auch wieder im Tiergarten. Also man kann dieses Bild lesen als eine Abbildung der Zerstörung Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Aber man kann dieses Bild auch lesen als Symbol für die Zerstörung von Städten in Deutschland, in ganz Europa oder auch auf der ganzen Welt. Und für mich bedeutet das halt in gewisser Weise, also jemand, der Aufnahmen von Hiroshima kennt, aus dem Atomkrieg, da ist ja auch dieses eine Zentrum, das einzige Gebäude, was heute auch noch als Mahnmal fungiert, das sieht dem in gewisser Weise ähnlich. Hat auch so eine Kuppel. Und hier ist halt auch angedeutet, diese Schatten, das sind hier Schatten der Bäume, die sich ergeben haben aus der Zeit, wo das fotografiert wurde, aber die in gewisser Weise auch einen Schatten auf die, meines Erachtens, auf die Kriegstoten geben. Also dass so ein Bild halt auch Möglichkeiten bietet, Interpretationen auch kreativ damit umzugehen und nicht nur das, was eigentlich dargestellt wird, zu lesen, sondern auch bestimmte Assoziationen herzustellen, die den Krieg halt auch in seinen Weltkriegskontext oder auch in einen globaleren Kontext stellen, weil aus Japan kennen wir ja hauptsächlich Aufnahmen mit diesen Schatten, wo halt die Menschen und alles, was gelebt hat, kurz nach dem Atombombenabwurf nur noch als Schatten sichtbar waren. Von daher denke ich, spiegelt das auch so ein bisschen noch der Krieg in der anderen Dimension halt im August 1945 als die Atombomben fielen. Es eröffnet dann einfach auch Perspektiven oder Verbindungen. Genau. Wenn wir mal, ich hoffe, wir kommen da. Was ja das Tolle auch an Fotografie ist, dass sie halt eine gewisse Bildlichkeit hat, aber auch eine Sinnbildlichkeit. Ja. Und wenn wir jetzt mal in die Stadt reingehen, sind wir hier fast auf Straßenniveau, also nicht mehr von der Luft auf Berlin blickend. Immer noch ein bisschen erhöht, aber das ist ja ein erstaunliches Bild vom Alexanderplatz. Hier öffnet sich wie so ein Vorhang auf eine intakte Infrastruktur erstaunlicherweise. Hier sind Straßenbahnen, die fahren. Es wirkt irgendwie harmlos, die Menschen wie so Statisten. Und das, was zerstört ist hier am Bild Hintergrund, auf dem Bildhintergrund, ist durch die Grautöne auch nicht, das sind nicht diese hohlen Zähne sozusagen, die wir sonst kennen und auch auf einigen Bildern schon gesehen haben. Und das ist unwahrscheinlich aufgeräumt, oder? Ich finde auch schön, dass du sagst, das hat so ein bisschen, als würde ein Vorhang aufgehen, weil das hat ja schon auch so was Kulissenhaftes im Hintergrund. Und dann ist aber hier durch diese schwarzen Gebäude im Vordergrund, dass da halt auch schon so was Bühnenartiges eigentlich entsteht und das schon den Anschein eigentlich nur eine Kulisse macht, wo die Menschen und diese Straßenbahnen vorne eigentlich das Schauspiel darstellen.
Und das Erstaunliche an dem Bild ist, es lässt sich wahnsinnig schwer datieren. Also ich habe dann auch mal ganz genau drauf geschaut. Also man kann auch anhand der Leute eigentlich nicht erkennen, ist das nun Sommer, ist das Herbst? Weil viele sind in kurzen Hosen, kurzen Röcken, andere sind wieder ziemlich warm bekleidet. Also so richtig darstellen lässt es sich nicht. Aber ich finde, es ist immer sehr erstaunlich, wie sauber und aufgeräumt das aussieht. Also hier sieht man wirklich einen Kontrast zwischen Straßenleben, das schon wieder relativ normal zu funktionieren scheint, hinter halt einer Kulisse der doch weitreichenden Zerstörung. Mhm. Und wenn man halt denkt, ne, wie diese Menschen dann leben, das kann man sich ja dann auch zunehmend vorstellen. Einerseits gehen sie jetzt hier vielleicht zur Bahn oder das auf dem Alexanderplatz, gehen irgendwo anders hin, und andererseits haben sie vielleicht keine Wohnung, in der sie leben können. Ich finde, dieses Unbestimmbare in der Zeit könnte man auch in diese beiden Bilder reinlesen. Ist das jetzt eine Ruine oder ist es eine Baustelle? Mhm. Ist der Bahnhof? Oder hier, das ist jetzt sehr assoziativ, ist das ein Richtfest, das da gefeiert wird? Oder wahrscheinlich sehr viel eher ein Kronleuchter, eine Beleuchtung, die noch behilfsmäßig hier hängt. Also dieser Moment, der vielleicht des Gleichzeitigen auch oder des Unbestimmbaren, das finde ich interessant an den Fotos. Mhm. Und das, finde ich, macht sie halt auch so aus dem Künstlerischen sehr wertvoll. Ne? Das sind ja hier auch, wenn man sich das anschaut, ne, diese Bogen und diese wirklich geometrischen Figuren, was sehr, sehr schön ist, was man auch von Hein Gorny kennt, also auch aus seiner Werbefotografie, die ja auch bis in die Weimarer Zeit zurück diese neue Sachlichkeit darstellt. Aber es macht es für eine Historikerin ein bisschen schwierig, dann halt zu sagen, was passiert hier wirklich? Mhm. Ne? Genau wie du sagst, ist das Baustelle oder ist das Ruine? Mhm. Und da wäre es teilweise halt schon sehr wichtig zu wissen, genau von wann ist das Bild? Ist das Juni 45 oder ist das halt schon Mai 46? So was haben wir auch hier, beziehungsweise hier haben wir nochmal so ein Straßenlevel-Bild. Hier wüsste man jetzt nicht nur gerne, welche Zeit das ist, sondern auch, was hier eigentlich zu sehen ist. Und du hattest ja eigentlich dir eine Lupe gewünscht. Die haben wir leider nicht. Was auch dieses Bild, wenn man genau hinguckt, klar, das ist der Dom, aber das ist offensichtlich auch der Dom im Hamburger Sinne. Da ist ein Jahrmarkt, der da stattfindet. Das ist ja irgendwie für 45, 46 doch relativ unwahrscheinlich oder erstaunlich. Genau. Wobei man sich, die Alliierten haben sich wahnsinnig bemüht, sofort wieder genau solche kulturellen Events anzubieten, um halt so eine Normalität zu erzeugen. Und naja, das ist dann... Hier, das ist auch nochmal so ein schönes Beispiel, was halt so den städtischen Alltag in einer Stadt der Zerstörung zeigt. Weil unser Blick wird ja eigentlich erstmal hierher gelenkt, in so eine Welt, wo man gar nicht sehen kann, was ist da wirklich drin? Also ist das genau dieser hohle Zahn, den du ja vorhin erwähnt hast? Und wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man halt auch Kinder, die hier spielen. Die das und das halt ist das Zeughaus, ne? Genau, das ist Zeughaus, die das halt als Abenteuerspielplatz nutzen und halt das Inventar, ne, die alten historischen Kanonen, halt jetzt als zu ihrem Spielfeld machen, was ja heutzutage auch schon wieder undenkbar wäre. Also da sieht man eigentlich auch sehr schön aus solchen Fotografien, die so kleine Ausschnitte des Alltags liefern, wie halt städtische Räume auch umgewandelt werden in Zeiten von solchen Ausnahmezuständen. Das ist jetzt ein Bild von Friedrich Seidenstücker. Und Friedrich Seidenstücker taucht in diesem Buch auf, weil er im Nachlass von Gorny, das hast du eben schon gesagt, ein bekannter Fotograf, der so der neuen Sachlichkeit zugerechnet wird, Werbefotograf auch viel. Da waren Bilderabzüge von Seidenstücker und die beiden arbeiten ja sehr unterschiedlich, was man hier total gut sieht. Ne? Wir haben links Seidenstücker mit demselben Motiv eigentlich wie Gorny. Genau, man sagt ja auch, dass die beiden sich kennen, also man weiß jetzt gar nicht so viel über deren Beziehung, aber dass sie sich trotzdem, und da ist das vielleicht hier auch ganz schön, durch die Tierfotografie eventuell kennengelernt haben. Seidenstücker war ja eher ein Fotograf des Alltags, also auch schon in den 20er, in den 30er Jahren, der auch viel im Zoo fotografiert hat und der mit seinen Bildern, was man hier auch sehr schön sehen kann, eher so einen journalistischen Blick hat. Na, hier sieht man halt die zwei Polizisten und man kann sich hier eigentlich so eine Geschichte überlegen, was könnte hier passiert sein. Und hier ist es wesentlich mehr
eine ästhetische Aufnahme, die halt mit Linien arbeitet und weniger versucht, eine Geschichte darzustellen. Und das finde ich halt besonders faszinierend, weil es sind zwei unterschiedliche Fotografen, die aber doch sehr verwandt miteinander sind und in ihrer Darstellung, die aber das gleiche Motiv doch wieder auf sehr unterschiedliche Weise auch vor die Kamera und sag, haben. Wir haben hier eine Aufnahme, die hast du mitgebracht, von genau diesem, von dieser Statue. Ist das was, die Gegenwart, ist das eigentlich immer der Ansatzpunkt für dich in der Stadtforschung, auch in der Lehre zum Beispiel, um Bezüge zu diesen historischen Situationen herzustellen? Das, denke ich, ist hier halt sehr spannend, weil sonst wüsste man vielleicht gar nicht unbedingt, was man jetzt damit anfangen soll. Das sind aber Aufnahmen aus dem Tiergarten 1946. Also hier kann man es, glaube ich, dann doch wieder relativ genau sagen. Und da halt zu sehen, hier sind alle Bäume verschwunden, weil ein Großteil der Zerstörung des Tiergartens eigentlich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stattgefunden hat. Und das dann halt im Kontrast zu sehen, wie das heute aussieht. Mhm. Also das ist die gleiche Statue. Und wie jetzt halt wieder, dadurch, dass das wieder ein Park ist und nicht mehr einfach nur leere Fläche, halt jetzt wieder zu einem Naturraum geworden ist, der aber, da ist kein Baum, der halt wirklich älter als 70 Jahre ist. Ja. Und da halt diesen Kontrast zu sehen, wie halt Nachkriegszeit bis in die Gegenwart nachwirkt und wie man auch den Lauf der Zeit da eigentlich hier jetzt anhand der Pflanzen sehr schön sehen kann. Und das ist ja im Grunde genau das, was du in deinem Forschungsprojekt machst, oder? Genau. Mhm. Also da halt aufzuzeigen Stadtentwicklung und Stadtentwicklung, aber nicht unbedingt anhand von Infrastrukturen oder Gebäudestrukturen, sondern halt auch darauf hinzuweisen, mich interessiert halt speziell, welche Rolle die Natur da spielt und halt die nicht menschlichen Komponenten in der Stadtentwicklung, um halt zu zeigen, die Stadt ist nicht nur für den Menschen, vom Menschen, sondern dass da auch noch viel mehr stattfindet. Ich habe jetzt nochmal diese Seite aufgeschlagen, weil hier könnte man jetzt die genauen Orte, Bezeichnungen für das ja insgesamt sehr topografisch aufgebaute Buch nachlesen. So ein Register ist ja auch Historikerin wahrscheinlich sehr sympathisch, oder? Ganz das bestimmt, ist auch wieder genau. Dreisprachig, ja. Wie insgesamt das Buch dreisprachig ist. Was ist für dich so insgesamt das Handhabbarste an diesem Buch für deine Form der Stadtforschung? Ich finde halt zum einen zunehmend überhaupt Fotografien zu benutzen, weil Historiker arbeiten ja hauptsächlich mit Texten und Bilder fungieren da oftmals nur als Illustration, aber Bilder halt auch wirklich ernst zu nehmen und sie selber halt auch als Geschichte zu lesen, aber auch die ästhetischen Komponenten, die uns ja dann nochmal einen anderen Blick in die Zeit auch eröffnen. Wie haben das halt die Fotografen damals gesehen? Man könnte ja jetzt dann auch noch fragen, wie hat das die Öffentlichkeit gesehen? Das wird ja auch oft gemacht mit Fotografien, Rezeption. Wo wurden die verwendet? Da wissen wir jetzt bei denen hier leider nicht so viel davon, aber hier kann man auch sehr schön lesen, weil das ist ja als Teil einer Ausstellung gemacht worden, dieser Band, wie das halt in die heutige Zeit wirkt und wie hier halt auch eine Verbindung geschaffen wird, zum einen zwischen der Nachkriegszeit und der heutigen Zeit, aber halt auch durch die Fotografie zu einer Bildlichkeit, die halt das 20. und 21. Jahrhundert miteinander verbindet. Was dann mehr ist als ein biografischer Ansatz, auch ein biografischer Ansatz für eine Stadt, sondern auch wirklich eine Geschichte der Visualität des Städtischen ganz genau eröffnet. Danke, Dorothee. Bitteschön.